voll. Die laden sich aber mit Lava voll, langsam, aber sicher. Also zwei Stück laden sich langsam immer so ein bisschen schluckweise auf. Ne, jetzt nicht mehr. Die Magma Crucibles sind zu langsam. Die Magma Crucibles sind zu langsam, Chris. Zwei Stück sind zu langsam. Ich weiß, Lava Fabricator schafft auf jeden Fall sechs Stück. Ich hätte jetzt gedacht, dass zwei Magma Crucible wenigstens vier Generatoren schaffen. Die sind zu langsam. Okay, das ändert nichts an der Sache, dass wir auf jeden Fall sowieso nochmal in die Hölle müssen. Aber wir haben eine gegebene Energieversorgung und das finde ich schön. Und du sagst hinten, die Diamantkisten sind leer. Ja, ist alles leer. Ich denke nicht, dass wir hier gerade Iron oder ein paar bessere Kisten da haben. Nein, haben wir nicht. Ich guck lieber trotzdem nochmal nach. Ansonsten, wir haben Gold. Wir können Goldkisten machen. Wir haben Gold, Eisen, haben wir genug. Machen wir Goldkisten oder so Zeug, ja? Stellen wir die drauf. Müssen ja nicht immer Diamantkisten sein. Kriegen wir eh nicht alles auf einen Rutsch vollgesetzt. So, dann würde ich hier. Warte mal. Chest. Doch, wir haben doch. Wir haben zwei Diamantkisten hier. Hey, wo kommen die denn her? Aber ich würde keine Diamantkiste nehmen. Weil das wäre jetzt viel zu krass für das da hinten. Ich mach mal jetzt, egal was es ist, ich mache jetzt auf jeden Fall mal einen Schwung normale Kisten. Warte mal. Holz aber genug. Chest. Ja, das muss ich sagen, funktioniert wunderbar. Iron. Auch gleich auch noch was um die 5000. Iron Chest, ja, da haben wir auch mehr. Ach nee, nicht Silver Chest. Iron Chest bitte. Peng. So, dann mache ich eine Gold Chest draus. Copper Chest, Silver Chest. Ja, dann mache ich eine Gold Chest draus. Müsste reichen. Gold. Gold haben wir nicht viel. Gold haben wir echt nicht viel. Hast du schon mal geschaut, was wir an Goldohr drin haben? Ja, auch nicht viel. Das ist nicht viel, Chris. Ich schmeiße es gleich mal in den Pulverizer rein. Und ich guck mal, ob hier vorne übrigens Energie ankommt bei uns. Überhaupt. Das wäre mal so eine andere Frage. Kommt bei uns Energie an? Ja, es kommt Energie an. Ich kann mein Nano selber laden. Hehe! Wir haben jetzt schon 200.000 Energie. Gut. Jetzt mir mal bitte den Iridium-Drill, danke. Ja, wir haben. Das Iridium, was wir haben, würde ich aufheben. Ich könnte ja höchstens ein Nano selber machen, weil jetzt, wo wir Energie haben. Aber da würde ich sagen, die ganze Nano-Rüstung und alles machen wir, wenn wir hier mal die Fabrik steht, weil oben reicht leider die Energie überhaupt nicht. Oder ich mache schnell eine IC2 Chest, eine IC2 Ranch und reiße schon mal ab nach hier unten. Das wäre jetzt auch noch was, was wir Gut, machen die können. Energie fließt ja von oben nach unten, oder? Die Energie fließt in jede Richtung. Nee, nee, aber Die oben in der hat keine Fabrik kommt sie Flussrichtung. runter, oder? Die EU-Energie. Die EU-Energie? Ja, ich. Ich weiß gerade nicht, was du von mir willst. Na gut, wenn unten aufgeladen ist alles, ja. Ja, unten ist ja alles aufgeladen. Also ich würde wohl wird. Also zumindest die Energieversorgung unten ist bombastisch. Ich würde jetzt oben einfach die Geräte abreißen und unten langsam platzieren. Nach und nach. Scheiße. Nach und nach jetzt hier unten platzieren. Ich Jo. mach mir ne, mach mir. Vielleicht mache ich. Ich glaube, ich mach mir nicht gleich die Electric Ranch. Ich mache mir die normale Ranch, weil hier ist nichts Besonderes dabei. Was so tragisch wäre, wenn es kaputt geht. Es ist halt nur Zeug. Okay, also die. Es reicht, um drei Geothermal-Generatoren zu versorgen. Vielleicht aber auch vier, weil der dritte lädt sich gerade erst auf. Dann sei das sich erst alles nach und nach auflädt. Ja, es kann auch sein. Oder dass es halt erst aufladen muss. Ich muss jetzt aber mich mal kurz hier mit einem Netherrack hochstecken. Weil ich komme nicht an die Kiste. Ich komme da. Ich kann da die Kiste nicht platzieren. Pop, 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 pop. So, pass auf. Scheiße, ich bin blöd.
Ich muss nur noch mal nachbessern, meine Anlage. Schau mal schnell ein Stream an, dass ich auch was sehe, was du merkst. Ich muss schnell meine Anlage nachbessern. Und zwar, ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Und zwar, du kannst ja keine Kiste aufmachen, wenn was drüber ist. Ich muss die eins höher platzieren. Aber dann müssen wir gucken, dass man an die Chest oben noch rankommt. Fuck! Das war jetzt ein Fail von meiner Seite aus, aber ein übelster Fail. Hätte ich die eher daneben platzieren müssen. Fuck! Wobei, ich habe eine bessere Idee. Nee, das funktioniert nicht. Nein, nein, das. Nee, das klappt nicht so. Nee, das klappt so nicht. Kannst du das Zeug nicht alles nur aus einer Kiste rausbomben, statt aus zwei? Ja, das bringt mir nichts, weil ich da die Kiste nicht aufmachen kann, wenn der andere drüber ist. Ich brauche ein Kabel. Ich brauche nur ein einziges Kabelchen. So, ein einziges Kabelchen. Da muss man halt mal springen, um die Kiste aufzumachen. Um da ranzukommen. Keine Ahnung, das muss ich gleich mal gucken. Ob es okay, so funktioniert. Wir ziehen uns jetzt einfach einen Slapstone hin. Oder sowas, irgendwas. Auf jeden Fall, das muss ich jetzt erstmal hier. So. Dann den Magma Crucible. Peng. Den muss ich wieder resetten auf nichts. So, nach links das Fluid. Von oben das Objekt. Jetzt kann ich hier aufmachen, genau. Aber ich konnte gerade nicht aufmachen, das war mein Problem. So, bitte setz dich richtig. Er setzt sich nicht richtig. Ich brauche... Oh, wir haben eine Ranch, oder? Ja, ich glaube, wir haben eine Ranch. Du hast ja doch letztens erst wieder gebaut. Oder besser gesagt gestern. Ja. Wir haben eine Ranch, die brauche ich gleich mal. Zack. Da einfach auch mal was rein. Müsste eigentlich jetzt halt nachrutschen. Oder er müsste es eigentlich nachnehmen. Zuvor, zumindest hat er es immer so bei mir gemacht. Oder macht er das nicht, weil es eine Iron Chest ist? Das sehe ich ja gleich. Werde ich ja gleich sehen. Ich kann ja einfach mal... Warte mal. Hier war ich raus. 8 raus. Nochmal, dass nur noch so ein paar drin sind. So. Eigentlich, also bei mir hat er es immer rausgenommen. Außer es ist jetzt, er sagt, das geht nicht, weil es eine normale, weil es eine Golden Chest ist. Dann habe ich die Golden Chest umsonst gemacht. Ja. Gut, scheiß drauf. Der hat es doch bei mir immer rausgenommen. Oder geht es nur, wenn die daneben steht? Aber dann kotze ich wirklich, weil dann müsste ich das Ganze abreißen und nochmal eins rüberstellen. Oder, ja, müsste ich das Ganze abreißen und nochmal eins rüberstellen. Oh, nein! Wieso? Reiß mal einfach in der Wanderloch und dann stellen die Chest hin. Das ist auch, schaut doch auch scheiße aus dann. Siehst du nicht, wenn es hinten dran steht? Schauen wir mal. Vielleicht zum Testen, ja, aber wenn das... Das probiere ich gleich mal. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, Ranch. Und zwar, jetzt muss ich nochmal gucken. Ranch. Welche ist die IC2 Chest? Ranch. IC2 Ranch. Hier, und zwar brauche ich Bronze. Okay. Bronze. Da brauche ich Bronze. Ja, da brauche ich einfach nur Bronze. Okay. Ich habe da aber sogar noch was im E. So, jetzt habe ich noch eine IC2. Ja, da haben wir noch. Ansonsten probiere ich einfach mal, ich nehme noch mal Wood, mach einfach mal noch eine Kiste her, das ist ja nicht schlimm. Mach noch mal eine. Also ich sag mal so, wenn du von oben da runter schaust und das Dach anziehst, denkst du dir nur noch, ach du Schande. Ja, das denke ich mir von da vorne auch. Aber wenn einfach noch keine Fenster und sowas drin ist. Nee, drin sind. Vor allem das Dach ist schon so hoch wie von unserem Haupthaus, was auf dem Berg steht. Ach so, ja, das. Ja, will ich eh noch über ein paar Bäumchen hinsetzen, dass vielleicht ein bisschen versteckt wird, was ich nicht mehr dran glaube. Aber man kann es probieren. Werkstatt kannst du nicht verstecken, das kannst du vergessen. So in die Richtung. Ja, ich. Okay, jetzt mal probiere ich mal was anderes. Ich tue jetzt mal die Kiste hier abreißen erstmal. Und setze mal eine Holzkiste drauf. Und setz jetzt mal hier. Komm schon, das hast du doch immer gemacht. Mir ist das schon mal passiert, dass du mir alles weggenommen hast. Oder geht es echt nicht, weil du
Geht es, machst du das nur von der Seite? Mir ist es nämlich schon mal passiert, deswegen wusste ich es nämlich. Deswegen habe ich mal gedacht, geil, müsste so funktionieren. Machst du das nur von der Seite? Hä, der macht das gar nicht. Das ärgert mich jetzt. Hier. Der macht das gar nicht. Also klar, du musst da eine Pipe hinsetzen. Ja, das bringt mir aber nichts, wenn ich eine Pipe hinsetze. Weil dann, der Magma Crucible verarbeitet es nicht schnell genug. Aber der hat es doch mir schon mal aus einer Kiste immer rausgesaugt. Das weiß ich, dass der mir das aus einer Kiste rausgesaugt hatte. Auf dem Com-Server hast du es über den Tesseract laufen. Nee, auf dem Com-Server habe ich das nicht über den Tesseract laufen. Über den Com-Server habe ich was ganz was anderes über den Tesseract laufen. Da habe ich Lava, das ist gar nicht. Er will es nicht. Okay, er will es nicht, dann müssen wir das leider per Hand füllen. Er will es nicht über eine Diamantkiste, dann kann ich aber auch mein Zeug von da oben wieder zurücklaufen lassen, also zurückbauen. Wenn er es nicht will, dann kann ich leider nichts daran ändern. Warum will der das nicht, frage ich mich eher. Der hat's doch... Ich hatte es mal gehabt, da habe ich eine Kiste daneben platziert gehabt, da war ich noch so ein kleiner... So, also wirklich ein ganz kleiner Noob in der Hinsicht. Hab keine Ahnung von irgendwas gehabt. Und er hat das mir sofort rausgesaugt. Alles. Und da war ich dann da gestanden und hab mir gedacht, hä, warum ist das Zeug da drin? Aber es war auch eine... Doch, das war auch Magma Crucible. Das war auch ein Magma Crucible. Naja, es ist ja jetzt egal, das hilft nichts. Dann müssen wir halt mit der Hand auffüllen. Es hilft halt nicht. Müssen wir halt leider mit der Hand auffüllen. Weil ich wüsste jetzt halt nicht, weil wenn du es mit einer Pipe machst, wird die Pipe nachschieben. Und jetzt sagt der Magma Crucible, ich bin voll. Dann schmeißt er das Zeug raus. Dann ist das Sneaver Rack einfach nur verloren. Warum ist Natascha in Twitch live? Du, andere doofe Idee. Ja. Nimm mal einfach einen Hopper. Ja. Ja. Ja, du hast recht. Nimm einfach einen Hopper. Wo es ihn langsam nachfüllt. Du hast recht. Warum ist aber richtig oldschool? Du hast recht. Ich nehme den Hopper. Aber dann werde ich vielleicht trotzdem da hinten umbauen müssen. Ja, das ist klar, weil der Hopper anders, obwohl der braucht ja bloß einen Blockplatz. Pass auf, ich mache das jetzt ganz anders, da ich reiße das da hinten nochmal alles ab. Der Gedanke war, hat nicht funktioniert. Okay, es hat nicht funktioniert. Ich reiße jetzt einfach nochmal alles ab. Das hilft ja nichts. Ich muss aber schauen, dass ich es mit der Ranch abreiß. Und dass ich vielleicht erstmal alles andere abreiß hier. Ich reiß es jetzt nochmal ab. Es hilft nichts, ich reiß es nochmal ab. Hab gerade irgendwie Lust auf TTT. Weiß ich nicht, was streamt eigentlich Nutty? Oder Nutty streamt ja gerade, weil die ist im TTT Live, die ist im Live-Channel. Wartet jetzt auch natürlich, bis die Lava hier draußen ist. Ich möchte gar nicht so. Ich reiß das jetzt hier alles nochmal ab. Na gut, die wissen. Weißt du, wie ich es mit der Lava mache? Warte nicht bis draußen, es beginnt einfach nein. Nee, die Lava ist gerade im Geothermalgenerator, das heißt, du kannst sie nicht rausholen. Der macht das nur mal, saugt höchstens die Lava von sich aus wieder zurück. Ich hole jetzt nochmal Glaswasserkabel, ich hole jetzt nochmal Pipes und alles, ich baue das nochmal neu. Ich habe das nämlich, das ist eine gute Idee mit den Hoppern, da muss ich aber eins alles ein bisschen versetzen. Da hole ich hier nochmal Glaswasserkabel und alles, es hilft nichts. Weil Hopper, du brauchst halt bloß den Hopper. Ja, brauche ich nur den Hopper. Pipe und sparst den Strom. Genau, und warum ist hier ein Creeper mitten im Haus gespawnt? Oder mitten in der Werkstatt? Das gefällt mir schon mal gar nicht, wenn die Viecher hier drin spawnen. Und zwar baue ich jetzt, pass auf, Pipe. Und zwar nehme ich jetzt dich mit. Okay. Dann brauche ich
Cable. Nehme ich nochmal Glasfaserkabel mit, wo wir auch nicht mehr viel haben. Redstone. Jetzt nochmal dich mit. Okay. Jetzt habe ich alles. Ich baue das auf jeden Fall nochmal neu jetzt halt hier oben. Da. Ich gehe aber zuvor nochmal schlafen. Es führt kein Weg dran vorbei. Oldschool kann jeder, ja. Da werde ich das Oldschool machen. Dann wird es auch funktionieren. Aber mir hat es doch schon mal auf die Kisten rausgesaugt. Direkt aus der Kiste. Da hatte ich auch keinen Hopper oder irgendwas drin, das weiß ich. Das weiß ich. Mhm. So, du bist gerade am Haus, ich glaube. Also wenn das da oben läuft, werde ich jetzt, mache ich nur noch die Aktionen. Dass ich, also mache ich dann nur noch für heute, will ich, dass ich die IC2 Sachen. Bau doch noch das Teil vom letzten Mal. Haben wir doch, habe ich, was für ein Teil vom letzten Mal? Der Reaktor, der ist doch schon fertig. Der ist schon lang fertig und bringt fucking viel Energie her. Lauf halt mal schnell rein und zeig mal, wie viel RF der bringt. Warte gleich, ich möchte jetzt, ich mache erstmal das, aber Chris, René, das ist schon fertig. So, Doc. Der ist schon fertig, der ist schon lange fertig. So, René, du kannst vielleicht auch mit drauf, wenn du möchtest. Nicht Reaktor, was dann? Ich habe nichts anderes gebaut als einen Reaktor. Der Werkstatt bin ich gerade dran, René. Die Werkstatt ist fertig. Meinst du die Quarry? Ja, die Quarry, die ist auch schon fertig. Die muss ich nur noch neu platzieren. Die muss man ja nicht nochmal neu bauen jetzt mal. Ich glaube, er meint die Quarry. Es wäre zu umständlich, wenn wir das jetzt machen. Ja, die Quarry will ich am Ende der Aufnahme sowieso wieder neu platzieren. Nee, dass wir eine Enderquarry nehmen, da der Hölle neu setzen und nur das Rohstoff abbauen lassen. Bei Netherrack brauchen wir auch. Ja, du hast gesagt, das wäre eigentlich ein Schwachsinn. Das automatische Abbauteil, ja, das ist die Quarry. Ja. Die haben wir schon. Die ist schon fertig. So, also pass auf. Edzard. Muss ich. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann keine 2 Sekunden stillstehen, ohne dass gleich ein Creeper irgendwo ist. Und zwar. Magma Crucible. Hopper. Erstmal komplett aus. So, Edzard. Kann ich? Ja, nee, kann ich nicht. Ich muss jetzt trotzdem eins Platz lassen, oder? Warte mal, jetzt muss ich hier die Gold Chest drauf platzieren. Gold Chest, wenn ich jetzt eins freilasse und hier wieder einen Hopper, kann ich die wieder nicht aufmachen. Das heißt, ich muss 2 freilassen und hier den nächsten Magma Crucible draufsetzen. Okay, Magma Crucible. Jetzt hat hier Hopper. Und die Gold, die nächste Golden Chest. So, Gold Chest. So, zack, 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 zack. Man kommt dran. Okay, das ist gut. So, alles aus. So, das kann weg hier. Okay. Woodenpipe. Tanks. Tanks. Woodenpipe. Back ist fertig. Geothermal. Was ist fertig? Dach ist fertig. Nice. Geothermal. So. Okay. Edzard. Ihr braucht Energie. So, ihr braucht Leadstone-Energie. Also ihr nehmt über Leadstone-Kabel Energie auf. So. Eine Energy Cell.